Ich würde gerne ein paar Gedanken zum Thema von Übung schlechthin sagen. Es ist mir ein Anliegen, dass das, was ich verstanden habe von buddhistischer Meditation, ist mehr als nur Technik, mehr als nur Methode, es ist mehr als nur formelles Sitzen. Wie sehr formelles Sitzen mir unverzichtbar scheint und der Ermutigung bedarf, ist es mir wichtig, dass dieses formelle Sitzen nicht der alleinige Ausdruck von Praxis bleibt. Das ist zu gefährlich, zu nischenhaft. Ihr geht nach Hause, der Buddha bleibt hier. Meditation, also dass ich im Buddhahaus mache oder in der Meditationshalle oder auf meinem Kissen und der Rest meines Lebens bleibt davon unberührt. So, der privatime Buddhismus. Ich wünschte mir eine Erweiterung dieses Meditationsbegriffes. Das ist nicht nur meine Idee, ich glaube, das ist die Idee des Buddha. Wenn wir uns anschauen, was er für Wörter braucht für Meditieren, dann ist es eigentümlich, dass wir keine Wörter finden für das. Wir wissen nicht genau, wie sich das Wort Meditation übersetzt auf Pali. Es bieten sich eine ganze Reihe von Wörtern an, aber der vielleicht breiteste Begriff dafür heißt Bhavana, heißt Entwicklung, Entfaltung, Kultur, heißt Herbeiführen, ins Leben rufen. Und wenn wir genauer schauen, was er damit meint, dann meint er damit vier ganz bestimmte Abteilungen. Eine hat zu tun mit Körper, das ist das Verhältnis zu unserem eigenen Körper und zu Körperlichkeit schlechthin, wie wir damit umgehen. Das nächste ist das Verhältnis und die letzte Instanz dieses Verhältnisses zu Körper ist das Verhältnis zu unserem Planeten. Es ist unser Verhältnis zur physischen Umwelt. Die zweite große Abteilung, die der Buddha unserer Entwicklung und Entfaltung empfiehlt, nennt sich Sila Bhavana. Das ist unser Verhältnis zur sittlichen Welt, zur Welt der anderen auch. Zu einem Verständnis, das sagt, was ich tue und was ich unterlasse, das hat Wirkungen auf mich und andere und ich bin verantwortlich für einen Teil dieser Wirkung. Die anderen sind auch verantwortlich. Ich bin auch verantwortlich. Der dritte Teil dieser Bhavana ist die Abteilung, die hat mit Geistessammlung zu tun. Citta Bhavana heißt, lernen den Geist zu stillen, den Geist zu läutern und den Geist in den Brahmaviharas, in den vier Grundverfassungen, von denen ich gestern kurz sprach, zu schulen. Das ist die dritte Abteilung von Bhavana, von dem, was wir hemdsärmlich Meditation übersetzen. Und die vierte Abteilung, die spricht von einer Entfaltung von Weisheit. Panya Bhavana ist vielleicht am ehesten das, was wir seit nicht allzu langer Zeit das Vipassana bezeichnen. Es ist leicht zu verstehen, dass diese vier Begriffe nicht alle Platz haben in formeller Meditationsübung. Also wenn der Buddha davon redet, wir sollen uns entfalten, und wir damit nur meinen, wir sollen stillsitzen, dann ist das eine leichte Verkürzung seiner Aussage. Natürlich sollen wir stillsitzen, das ist wichtig. Und in einer verrückten Zeit wie der unseren ist das umso wichtiger. Aber wir sollen nicht nur stillsitzen. Das ist mir ein Anliegen. Der Begriff Vipassana, der heute als Markenzeichen für buddhistische Meditation rumgeht, ist in den Lehrreden oft nicht, was er heute ist. Heute reden wir von Vipassana als einer Übung. Ja. Vipassana ist, was wir tun. So wird dieser Begriff oft gebraucht. Aus der burmesischen, aus einer oder zwei burmesischen Traditionen kommend, ist dieser Begriff in den Westen gekommen. Goenka hat da sein Schärflein beigetragen mit seiner Darlegung von Vipassana und die Mahasi-Tradition, die diese Übungen sehr nachhaltig betreibt und die im Westen große Beliebtheit sich erfreut und die ganz viele der westlichen Meditationslehrer, mönchische und nicht-mönchische, geprägt hat. Aber in Tat und Wahrheit ist der Gebrauch des Wortes Vipassana relativ neu auf diese Weise. In den Lehrreden ist Vipassana nicht, was ihr tut, sondern Vipassana ist, was ihr kriegt. Vipassana ist die Frucht einer bestimmten Übung. Es ist das Aufscheinen von Erkenntnismomenten. Und zwar Erkenntnisse, das ist ganz leicht zu sagen, was Vipassana ist. Es ist eine tiefe schauende Erkenntnis von Vergänglichkeit, von Unpersönlichkeit und von Bedingtheit. Dieses als schauende Erfahrung zu machen, auf einer Verwirklichungsebene, nicht nur auf einer Durchschauungsebene, das ist Vipassana. In den meisten Fällen,
in den Lehrreden. Fast immer, wenn der Buddha von Vipassana redet in den Lehrreden, und er redet so viel gar nicht davon übrigens, redet er im selben Atemzug von Samatha, redet er fast immer ein halbes Dutzend Begriffe links oder rechts des Wortes Vipassana, taucht das Wort Samatha auf. Er redet übrigens viel mehr von Samatha als von Vipassana. Das ist vielleicht ein Umstand, den wir gelegentlich unterschlagen. Unsere formelle Meditationspraxis deckt vielleicht den Bereich der letzten beiden Formen von Bhavana ab. Ja? Der Chitta Bhavana, der Geistesschulung, und der Panya Bhavana, der Weisheitsschulung. Jetzt, wenn wir das mal übersetzen auf unsere Satipatthana-Übung, was bedeuten diese Satipatthanas? Was passiert mit diesen Satipatthanas? Oder bevor ich da reingehe, lass mich noch einmal zwei, drei andere Begriffe nennen, die der Buddha braucht für Meditation. Einer der Begriffe, die er gelegentlich braucht, das heißt, bemüht euch, legt euch ins Zeug, gebt euch hin. Das Wort Anuyoga taucht auf. Das Joch, das Deutsche, ist in dem Begriff Yoga drin, wie ihr wahrscheinlich wisst. Le Joug, the Yoke, das sind alles Begriffe, die auf das Yoga zurückgehen. Da gibt es eine semantische Verwandtschaft zwischen diesen Begriffen. Und Yoga heißt, das, was ich leisten kann, wenn ich das tue, was passiert, wenn man mir ein Joch überstülpt. Ja, meine laterale Beweglichkeit geht verloren, dafür kann ich länger geradeaus gehen. Das ist, was man mit Ochsen macht. Man bindet sie zusammen und indem man ihre laterale Beweglichkeit beschränkt, kriegt man mehr Distanz raus aus diesem Ochsengespann. Ja? Das indische Längenmaß ist ein Yojana. Das ist das, was man mit einem Gespann Ochsen an einem Tag zurücklegen kann. Das ist eine Distanz. Von daher kommt der Begriff Yoga, dem kommt eine große Bedeutung zu. Natürlich der Yoga, wie wir ihn heute kennen, aus den Traditionen des Raja-Yoga vor allem, wovon eigentlich Körperübungen, die wir meinen, wenn die Leute sagen, ich mache Yoga, das ist eine relativ späte Erscheinung. Ja. Ich weiß nicht genau, Hatha Yoga Pratipika ist etwa im 16. oder 17. Jahrhundert wird die verfasst. Dort sind die Übungen drin, die man als unter dem Yoga sieht. Wenn ihr das bei Patanjali nachlest, von dem man nicht genau datieren kann, aber der ist sicher 1500 Jahre früher, da ist nicht von Körperübungen die Rede, nur ganz am Rande. Ja. Der Yoga, wenn der Buddha von dem Yoga redet, dann meint er damit, dass wir uns an etwas hingeben, dass wir uns auf etwas einlassen und dass wir uns dort engagieren. Der Begriff Yoga, das Akt der Hingabe, des sich in etwas hineingeben, so wie man sich in ein Joch hineinlegt, dass man sich das umlegt. Das Yoga hat, das ist eine Übung. Es ist nicht nur Freiheitsentzug. Das Yoga, von dem der Buddha redet, ist eine selbst auferlegte Übung. In der Gewissheit, dass wir das, was wir vertiefen, das gelingt nur, wenn wir bereit sind, unsere Impulse umzuwandeln. Einige davon zu zügeln, andere davon sie umzuformen, auf andere gänzlich zu verzichten. Ja. Und aus dieser Bereitschaft zu Verzicht, zu Einschränkung, erwächst eine bestimmte Form von Kraft. Wenn ich tiefe Löcher buddeln will, dann muss ich mich entscheiden, dass ich nicht überall Löcher buddel. Ja. Ganz einfach, weil ich wenn ich überall neu zu buddeln anfange, dann wird mein Loch nie besonders tief. Und diese ganz schlichte Erkenntnis, dass meine Zeit endlich ist, meine Aufmerksamkeit beschränkt und dass meine Energien Grenzen gesetzt sind, bedeutet, dass ich wählen muss, was wichtig ist. Wenn ich ewig Zeit hätte, könnte ich alles probieren. Aber da ich nicht ewig Zeit habe, ist es notwendig, dass ich bestimmte Dinge für wichtiger erachte als andere. Daraus ergibt sich eine Wertschätzung, einerseits der Qualität des Verzichtes, Nekamma, andererseits eine Wertschätzung der Hingabe, der sich des Bemühens, des sich für etwas Bemühens, Engagierens und des sich Hingebens an dieses Bemühen. Und ohne das geht nichts in eurem Leben. Nichts. Kein Job, kein Geschäft,
keine Kindererziehung, keine Meditation. Jede Tätigkeit, die ihr zu Erfolg bringen wollt, erfordert von euch, dass ihr euch hingebt, dass ihr bereit seid zu verzichten, dass ihr eure Kräfte einsetzt, dass ihr Prioritäten setzt, bereit seid, Rückschläge einzustecken, Misserfolge, Gratifikationsentzug, all das, ja. Jedes Projekt, das ihr braucht, das ihr mal erfolgreich zu Ende bringen wollt, erfordert diese Qualitäten. Das sind mentale Qualitäten zuallererst. Jeder Sportler weiß das, jeder Musiker weiß das, jeder Lehrer weiß das, jeder Schauspieler weiß das. Es gibt, wenn ich mich über längere Zeit anstrengen will, brauche ich mentale Kräfte. Ihr kommt auf keinen Berg rauf, wenn ihr einfach so schnell wie möglich rennt. Selbst Reinhold Messner hat seine Kräfte eingeteilt, obwohl der länger und schneller rennen konnte als die meisten. Um den Kailash ist er, glaube ich, in 13 Stunden gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe 4 Tage gebraucht. Wenn wir dieses Satipatthanas anschauen, dann ist die erste Kaya Upasana Satipatthana, die hilft uns beruhigen, die hilft uns entschleunigen, die hilft uns erden, zentrieren. Körper als Phänomen unserer Erfahrung ist langsam verglichen mit Gedanken. Die meisten unserer körperlichen Prozesse sind langsam genug, dass wir ihnen immer wieder beiwohnen können. Ganz besonders natürlich unser Atem und seine Empfindung bieten sich an. Mit Hilfe dieses Körpers lerne ich mein System stillen. Ich lerne meinen Organismus beruhigen. Wenn der sich beruhigt, beruhigt sich der Atem. Wenn meine Aufmerksamkeit bei einem ruhiger werdenden Atem ist, beruhigt sich der Geist. Vielleicht geht das nicht so schnell, wie ihr das gerne hättet, und vielleicht ist das nicht so kontrollierbar und so stabil, wie ihr das gerne wolltet, aber es ist leicht zu prüfen, dass das möglich ist. Wir können unsere Emotionen modulieren. Ihr habt Angst und ihr atmet 10 Minuten in den Bauch, dort, wo ihr die Angst spürt, statt über die Angst nachzudenken. Und ich kann euch versichern, vielleicht ist die Angst nicht weg, aber sie ist sicher geringer. Und das alleine ist schon unglaublich wichtig. Ein Teil unserer Hilflosigkeit und ein Teil unseres Entsetzens gelegentlich hat nicht nur mit dem Unangenehmen unseres direkten Erlebens zu tun, sondern mit der Vorstellung, dass sich dieses Erleben jetzt ins Unermessliche steigert, ja, dass meine Gedanken nie aufhören, dass ich jetzt einfach wütender und wütender und wütender werde, bis ich zerplatze. Oder dass diese Angst immer jede meine Zellen ausfüllen wird und dass sie größer und größer wird, bis nichts mehr von mir übrig. Wenn ihr mal wisst, das ist Angst und ich habe schon so vieles davon erlebt, dann ist das sehr viel weniger verstörend, als wenn ihr denkt, das ist Angst und gleich bringt es mich um. Oder Formen von Begehren, ja, Druck, Leidenschaft. Auf Englisch gibt es diesen Begriff Craving. Ich habe nie einen brauchbaren deutschen Begriff dafür gefunden. Ja, es gibt so einfache Formen des Begehrens. Ja. Einige sind so eher klebrig. Buddhistische Psychologie redet davon. Lobha zum Beispiel, so das klebt so dran. Das ist so diese Qualität. Und dann gibt es mehr so Chanda. Das ist eher so ein intensives, hartnäckiges Sehnen oder Gieren, wenn es Karma-Chanda ist, wenn es sinnlich ist. Und dann gibt's so Dinge wie Raga. Raga, das ist die Leidenschaft, die kommt so an euch. Ja. Aber dann gibt's noch eine gesteigerte Form, ja. Das ist etwas, was wir, ja, was das englische Wort Craving sehr gut bezeichnet. Das ist, wenn der Druck dieser Leidenschaft massiv zunimmt, ja, und eine unerträgliche Qualität erhält, der ich nicht mehr etwas entgegenzusetzen weiß. Angesichts dieser Qualität ich Kontrollverlust fürchte. Wenn ihr guter Katholik seid, das ist der Moment, wo ihr von Gebeten zu Stoßgebeten übergeht. Und zu wissen, dass ich etwas aushalten kann, zu wissen, dass ich nicht ohnmächtig bin, dass ich nicht hilflos bin, selbst wenn es stark ist, wenn es schmerzlich, wenn es unangenehm, wenn es bedrohlich, beschämend, zu wissen, dass es in mir einen Raum gibt, in dem ich das ertrage.
dass sich das nicht einfach maximiert jetzt ins Unendliche, ist bereits eine unglaubliche Erleichterung. Und Kayana Upasana hilft uns, dass sie hilft uns ganz konkret Dinge tiefer ertragen. Können wir auch nie in unsere Broschüren schreiben. Wir schreiben, wir passen auch durch glücklich. Ja. Strahlender Geist, offenes Herz. Eigentlich, ehrlicherweise müssten wir sagen, Leute, es tut nicht weniger weh, wenn ihr meditiert. Ihr könnt einfach länger durchhalten. Ihr werdet mehr wegstecken. Und am Schluss seid ihr noch dankbar. Aber das sind natürlich schlechte Verkaufsargumente. Das werdet ihr verstehen. Solche Geständnisse machen wir nur für Leute, die bereit sind. Ich sage das lachend und doch ist da mehr als ein Körnchen Wahrheit drin. Es geht nicht so sehr darum, wie sehr wir optimieren können, was wir erleben, als dass wir lernen, das Herz, das dieses erlebt, zu weitern. Ja, dass dieses Herz weniger reaktiv ist, dass es größer ist, dass es weniger ängstlich ist, dass es mehr erträgt, dass es bereit ist, aus Dingen zu lernen, die vielleicht vorher so empörend waren, dass ich sie nur loswerden will. Was macht Vedana Upasana? Vedana Upasana hält das Karussell an, das Karussell von Lust, will ich mehr davon, ja gerne, dranbleiben, kriege ich das wieder, kann ich das kaufen, behalten, heiraten und so weiter. Und umgekehrt, dieses Wegschieben, Wegdrängen, Abwehren, Ausblenden, das ist das Karussell, das ist das Vedana-Karussell. Ist nett, viel Aufmerksamkeit, gerne mehr, ja, da ist das Gute. Nicht nett, weg von hier, damit habe ich nichts zu tun, das ist nicht meins, geht mich nichts an. Dieses ist das Karussell. Und wenn wir lernen, unsere Aufmerksamkeit zu entkoppeln von diesem Lust und Unlust, Kuhhandel, dann ist meine Aufmerksamkeit verfügbar für Dinge, ob die nun angenehm sind. Ich laufe ihnen nicht gleich nach, ja, nicht jedes hübsche Gesicht lässt mich alles andere vergessen. Und wenn es kein hübsches Gesicht ist und mich anfratzt, ja, dann kippe ich nicht gleich hinten über. Meine Sati hat gelernt, unabhängig von Vedana, unabhängig von Lust und Unlust, angenehm und unangenehm verfügbar zu sein. Das ist eine Riesenqualität und das hält das ganze Karussell. Ich bin glücklich, wenn ich Dinge kriege, die mir angenehm sind, und ich bin glücklich, wenn ich Dinge mir vom Leibe halte, die mir unangenehm sind. Dieses ist das Karussell. Und Sati, die sich löst von dieser nur für angenehmes Verfügbarkeit, das ist eine Sati, die sehr, sehr tief geht. Das ist eine Sati, die mir tiefe Einblicke und tiefen Wandel ermöglicht. Chittan Upasana, dritte Abteilung. Chittan Upasana, dort findet die große Klärung statt. Es geht um Stillen, es geht um Läutern, es geht um Ergründen, es geht um Erkennen, es geht um Sammeln, es geht um Loslassen. Das sind alles nicht leichte Sachen. Wenn ihr die Satipatthanas anschaut, dass im Bereich Chitta, dort findet unsere Glückserfahrung und dort findet unsere Leiterfahrung statt. Dort findet, das ist das große Arbeitsgelände. Dort habe ich es mit mir zu tun, mit den Teilen von mir, mit denen ich mich gewohnheitsmäßig identifiziere. Dort sind meine Dämonen, dort sind auch meine Tugenden. Tugenden, die ich mir oft nicht eingestehe. Die meisten Menschen sind sehr gerne bereit, über sich zu klagen. Und die wenigsten kommen zu mir und sagen, ich kann lieben, ich kann verzeihen, ich kann mich sammeln, ich kann stillsitzen. Da sind zwar noch Gedanken, aber ich ertrage sie, ich kann mit meinen Schmerzen leben. Die meisten Leute sind eher bereit, sich mit ihren Problemen zu identifizieren. Wenn ich manchmal frage, okay, du hast mir jetzt 12 Punkte gesagt, die gegen dich sprechen. Was spricht für dich? Dann werden sie rot und drucksen rum, gucken ihre Zehen an und sagen, ich mag Tiere. Da gibt es die alte Frau, der helfe ich zweimal in der Woche den Müll raustragen. Wir sind eigentümlich komisch in dieser Hinsicht. Wir
wir sind da irgendwie verschämt. So als ob wir die Tugend verlören, wenn wir sie als solche erkennen würden. Wir scheuen uns vor Größenwahn oder vor Vermessenheit oder manchmal ist es richtig abergläubisch. Es wird mir weggenommen, wenn ich es zugebe. Das ist. Oder wir haben so eine Schweizer Nummer drauf. Ja, so. Man redet zum Beispiel nicht von Geld. Selbst wenn man sehr großzügig ist, man unter keinen Umständen erwähnt man das. Ja. Ich weiß, wie ich in Thailand erlebt habe, wie Thailänder rauskamen und sagten aus dem Kloster und sagten, wir waren sehr großzügig heute. Wir haben sehr viel gespendet. Mein kleines Schweizer Herz. Ist zusammengeschrumpft. Ich denke, ihr wisst, wovon ich spreche. Manchmal stellen wir unser Licht unter den Scheffel oder wir stapeln tief. Und das ist genauso ein Problem, das Tiefstapeln wie das Hochstapeln, wie die Dramatisierung unserer Untugenden. Chittan Upasana bringt uns in dieses Gelände rein. Dhamma Upasana, das ist, wenn wir quasi uns den Puls nehmen. Das ist, wenn wir das Thermometer anwenden und sagen, okay, Erleuchtungsfaktoren. Wie hoch ist die Temperatur da? Wie viel davon ist am Laufen? Wachsamkeit, Ergründen von Zuständen, Tat- und Willenskraft, Entzücken, Stille, Passadi, Samadhi, Geistessammlung, Upeka, Gelassenheit, wie viel davon läuft? Wenig Sati, kaum erforschen, ja. Keine Energie, vergiss Entzücken. Stille kannst du abschreiben, Samadhi kannst du dir knicken. Null Gelassenheit. Dann wisst ihr, okay, jetzt geht es darum, Energie aufbringen. Wo geht die Energie hin? Wo ist Interesse für da? Kann ich das weg? Hindernisse. Wie viel Begehren ist jetzt gerade am Werk? Dieses Gedenkelchen hier, hat das eine Energie von Ärger oder von Begehren? Hat das einen Geschmack von Trauer? Ja. Was treibt dieses Gedenkelchen an? Zum Beispiel. Oder wenn ich da einfach, ohne Gedenkelchen geht auch, wenn ich einfach in den Raum gehe, wie ist es da drin jetzt gerade? Heiter oder traurig, froh, gelassen, gelangweilt, genervt, euphorisch, geradezu lächerlich glücklich, liebevoll, geweitet. Ja. Wie ist es da drin? Habe ich ein Vokabular für meine eigene Verfassung? Erkenne ich Unterschiede? Oder gibt es einfach nur Hunger, Wut und Normal? Ja. Je weniger ich von dieser Innenwelt zu verstehen vermag, umso kruder wird meine Beziehung zu dieser Welt. Versteht ihr? Wenn ihr Menschen liebt, dann schenkt ihr denen viel Aufmerksamkeit. Und weil ihr ihnen viel Aufmerksamkeit schenkt, kriegt ihr mit, was bei denen passiert. Ihr merkt, dass dieser Mensch ist ganz viele Menschen. Und deshalb fällt es uns manchmal schwer, von Menschen zu sagen, wie sie sind. Manchmal fällt es uns sogar schwer, von Menschen, die wir lieben, ihr Gesicht zu erinnern. Weil wir viele Gesichter kennen von ihnen. Weil wir viele Eindrücke haben. Jetzt, je differenzierter unsere Aufmerksamkeit ist, bei Menschen oder auch bei diesem Menschen hier, ja, umso differenzierter ist unser Verständnis, was dort vonstatten geht. Wenn dieses Verständnis nicht sehr differenziert ist und die Aufmerksamkeit dort nicht sehr differenziert ist, dann scheint dort wenig stattzufinden. Aber im Grunde genommen ist es der Mangel an Aufmerksamkeit, der dafür sorgt, dass wenig stattfindet. Dhamma Upasana lehrt uns, bestimmte Qualitäten in unserem Citta zu erfragen. Einfach so, Orientierungsfragen. Wie gesammelt, wie zerstreut, wie heiter, wie verkrampft, wie eng, wie weit. Wie begehrlich, wie ärgerlich, wie zufrieden, wie still, wie erhaben,
Das sind Fragen aus der Lehrrede. Das mit dem Zufrieden habe ich hinzugefügt. Das ist nicht in der Lehrrede. Das ist auch eine Citta-Qualität. Könnt ihr dort stehen. Wie viele Hindernisse? Wie viel Widerstand? Was ist gerade die Herausforderung jetzt? Sobald ihr das zu wissen beginnt, kriegt ihr Werkzeuge in die Hand. Ihr könnt eure Aufmerksamkeit spezifischer fokussieren. Wenn ihr merkt, es ist wenig Energie, ich bin müde, dann könnt ihr eure Aufmerksamkeit auf etwas Konkreteres lenken, statt die Nase vielleicht den Bauch, statt einfach versuchen, das letzte Verklingen eures Ausatems zu spüren, bleibt ihr beim ersten spürbaren Auftauchen des Einatmens, ja, oder ihr öffnet die Augen, oder ihr hört auf, kognitive Übungen zu machen und lasst euch vom Atem beleben, tieft euren Atem zum Beispiel, solche Sachen. Sobald wir merken, was da vorgeht, haben wir Handwerkszeug plötzlich. Ja, wir sind nicht mehr hilflos. Vielleicht sind wir auch nicht gleich erleuchtet, aber wir sind nicht mehr ausgeliefert. Und allein das ist schon eine riesige Freiheit. Und dann gilt es, das zu bestärken, was mir gut tut. Ja, oft sind wir erstaunlich zögerlich im Umsetzen dessen, was wir eigentlich längst wissen. Manche Dinge müssen wir wirklich einfach loslassen und damit aufhören. Dinge, die wir vielleicht schon längst wissen, dass wir sie aufgeben sollen. Manche Dinge muss man wirklich einfach aufgeben. Tausend Dinge könnte ich mir hier vorstellen. Einen Kummer, an dem ich mir immer ein bisschen Identität hole. Eine Hilflosigkeitsrolle, mit der ich mich davor scheue, Verantwortung zu übernehmen. Eine kleine Depression, die mir erspart, wirklich etwas riskieren zu müssen und zu ändern. Es sind nicht immer nur die unangenehmen Dinge, die wir gerne loslassen. Manchmal lassen wir unangenehme Dinge nicht los, weil sie uns irgendeine Sicherheit gewähren. Sie sind zwar unangenehm und sie machen uns klein und sie halten uns unzufrieden, aber sie sagen uns wenigstens, wo wir hingehören und wer wir sind. Und wir wissen zumindest, was wir von uns zu halten haben. Manchmal macht uns unsere eigene Kraft und unsere eigene Möglichkeit, machen uns mehr Angst als unsere sogenannten Macken oder Dämonen. Weil mit denen haben wir uns einrichten gelernt. Ich möchte vier Stadien benennen, von denen ich glaube, die sind nicht kanonisch. Vier Stadien, von denen ich der Überzeugung bin, dass sie in jeder Form von meditativer Praxis Teil sein müssen. Das erste Stadium, die decken sich nicht mit den Satipatthanas, auch wenn sie gewisse Ähnlichkeiten haben. Das erste Stadium sagt, hat mit Stillen zu tun. Ich muss von da, wo ich bin, lernen und wissen, wie ich mich beruhigen kann. Vielleicht nur ein klein wenig, vielleicht viel, vielleicht dramatisch, aber ich muss auf jeden Fall wissen, wie es von dort, wo ich bin, ruhiger werden kann. Stillen, entschleunigen, sammeln. Dieses als Fertigkeit. Ich kenne für mich nichts Besseres als Atmungsachtsamkeit, Körperachtsamkeit. Wenn ihr was Besseres kennt, zögert nicht, das zu brauchen. Ja. Vielleicht habt ihr irgendetwas, was ich nicht kenne. Eine magische Vorstellung, die euch schlagartig ruhig werden lässt. Oder ein geheimes Mantra, das ich noch nie gehört habe. Oder sowas. Dann zögert nicht, das einzusetzen. Wenn ihr nicht solches habt, probiert Anapanasati, probiert Körperachtsamkeit, ja, zur Stillung des Geistes. Ich sehe nicht, dass man um dieses Stadium herumkommt. Wenn mein Geist nicht aufhört, sich nur mit seinen Gedanken zu beschäftigen, dann ist die Erkenntnis, die ihm möglich ist, auf kognitiver Ebene eine relativ beschränkte, was die Herzensbildung angeht. Ich habe keine geringe Wertschätzung für die Kraft von Ideen und für die Erotik des Denkens zum Beispiel. Aber ich habe auch keine Illusionen, dass das nicht wirklich das Herz wandelt. Und um dieses Herz zu wandeln, braucht es eine Tiefendimension, die ich nur erfahre, wenn ich bereit bin, mich von meinen Gedanken zu verabschieden. Wenn ich bereit bin, die Klugen wie die Dummen loszulassen. Wenn ich bereit bin zu schauen, ob unter dieser Schicht diskursiver Tätigkeit, die uns allen so am Herzen liegt, da müssen wir nicht einmal Intellektuelle sein. Ja. Man kann sehr viel denken, ohne ein Intellektueller sein. Wir müssen bereit sein, diese Schicht hinter uns zu lassen und zu schauen, ob da noch etwas anderes ist.
ob es eine Wesenstiefe gibt, die vorsprachlich, vorbegrifflich ist. Das zweite Stadium, das ist ganz wichtig im Umgang mit Anschauungen, und das ist ganz noch wichtiger im Umgang mit Emotionen, mit den Verfassungen dieses Herzens. Und zwar ist es notwendig, dass ich mich distanzieren lerne. Ich meine damit ganz klar, dass ich eine Perspektive lerne einzubauen zwischen die Inhalte meines Erlebens und die Funktion meines Geistes, die sich dieser Inhalte gewahr wird. Nennen wir diesen Prozess Disidentifikation, nennen wir ihn den einen Schritt zurück, nennen wir ihn Abstand nehmen, nennen wir ihn runter von der Bühne und hoch in den dritten Rang. Ja, das ist das, was uns ermöglicht zu sagen, da ist Ärger, ich bin nicht dieser Ärger. Da ist dieser Gedanke, ich bin nicht dieser Gedanke. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Ort, dass es mir gelingt, Distanz zu nehmen und dass ich merke, ich bin nicht der Protagonist meines Spieles. Ich bin nicht der Protagonist meines Dramas. Da ist eine Gestalt, die sich gerne inszeniert in Emotionen und Gedanken. Und zugleich ist da etwas, das dieses wissen kann. Und in diesem Stadium schlagen wir uns ganz klar auf die Seite dieser wissenden, schauenden, verstehenden, disidentifizierten Instanz, die versteht, was hier passiert, ohne dass sie zugleich voll drin ist. Das ist ganz wichtig. Besonders wichtig bei Dingen, die starkes Identifikationspotenzial haben. Emotionen zum Beispiel. Die großen Fluten, ja. Wut, Angst, Lust etwas weniger, Depression noch, Zweifel. Für viele Menschen ist dieses Stadium Meditation schlechthin. Ja? Ich kann irgendwo hingehen, wo man mir nicht mehr wehtun kann. Ich kann irgendwo hingehen, wo es ruhig, wo es still, wo es nicht mehr gefährlich ist, wo ich sein darf, ohne dass mir was passiert. Ich verstehe das. Es ist notwendig, dieses Stadium zu durchlaufen. Immer wieder. Es ist notwendig, die Fertigkeiten zu kennen, der Disidentifikation, der Entpersönlichung dessen, was hier stattfindet. Und zugleich, wenn Meditation bei diesem Punkt hängen bleibt, dann ist sie nicht wirklich befreiend. Dann ist alles, was sie uns gibt, so eine Art palliatives Management. Ja, ich kann einfach dann bestimmte Dinge runterfahren, aber die ändern sich nicht wirklich. Sobald ich da wieder in die Nähe komme, sind die Probleme noch genauso groß. Die Emotionen noch genauso bedrohlich. Alles, was ich gelernt habe, ist, mich von ihnen zu distanzieren. Aber natürlich kann man da draußen nicht leben. Die Wahrheit ist, man kann da draußen besser leben, länger leben, als ich das vielleicht jetzt zugeben möchte. Ja? Man kann erstaunlich lange dissoziiert leben. Es ist erstaunlich, wie viel so ein Körper zum Beispiel wegsteckt dann. Wie viel dissoziativen Geist ein Körper zum Beispiel erduldet. Aber in Tat und Wahrheit, man kann da draußen nicht glücklich sein. Man kann da draußen nicht wachsen. Man kann da draußen nicht lieben. Man kann da draußen nicht genießen. Man kann da draußen nicht handeln. Ja. Aus psychologischer Sicht ist es höchst unersprießlich, permanent dissoziiert zu bleiben. Aus spiritueller Sicht ist es auch eine Katastrophe, weil es gibt keine Transzendenz von Leiden aus der Distanz. Wir transzendieren nur das Leid, das wir an uns herangelassen und tatsächlich verstanden und durch es hindurchgewachsen sind. Nur dieses ist Transzendenz, alles andere ist Vermeidung. Also dieses zweite Stadium, so unentbehrlich es ist, erspart uns nicht die tatsächliche Beschäftigung mit den Dingen, vor denen wir uns distanzieren gelernt haben. Das ist das dritte Stadium. Was wir gelernt haben, im zweiten zurückzulassen und in Perspektive zu kriegen, das ist, was wir im dritten Stadium ganz demütig und respektvoll und verhandelt und vorsichtig und nüchtern, wo wir da wieder reinkrabbeln, ganz langsam, und beginnen uns mit dem in gesicherter Weise, verhandelter Weise auseinanderzusetzen. Was uns offensichtlich so zusetzt oder was uns so anzieht oder so wegstößt, dass wir uns davon distanzieren mussten im zweiten Stadium. Das dritte Stadium ist, dass wir da ganz sachte wieder reinkrabbeln. Horchend, spürend, schauend, mit
allem, was wir in die Waagschale werfen können. Einsicht, Geduld, Nichtreaktivität, Sammlung, Neugierde, solche Sachen. Ja. Die Geschichte in diesem dritten Stadium ist eine persönliche Geschichte. Da kommt ihr nicht durch mit universellen Wahrheiten. Dort geht es nicht darum, dass Dinge generell vergänglich sind oder Menschen grundsätzlich sterben, sondern es geht darum, dass ihr in eurem Leben die persönliche Erfahrung von Schmerzlichkeit, Vergänglichkeit, Endlichkeit, Sterblichkeit und so macht. Das ist die persönliche Kiste. Stadium 3, alles, was dort stattfindet, hat mit meiner Geschichte zu tun, meinem Leben, meiner Biografie, meiner Konditionierung, meinen Marken, Tugenden, was ich mitbringe. Wir können uns da nicht durchmogeln mit ein paar spirituell generalisierten Aussagen. Alle kommen in den Himmel. Zum Glück gibt es uns ja nicht, wir sind ja nicht selbst. Das hilft nicht, diesem Stadium. Diese Arbeit erfordert Herz, sie erfordert Mut, sie erfordert Sammlung, sie erfordert Nüchternheit, sie erfordert aushalten können, sie erfordert Klugheit. Ja. Und was wir dort verstehen, indem wir unsere eigene Geschichte verstehen, indem wir unsere eigenen Tendenzen lernen, den Haushalt unserer Neigungen und Tugenden lernen, tiefer ergründen und die Verstrickungen, die wir dort im Persönlichen lösen, das ist dann, was wir in einer vierten Stufe oder in einem vierten Stadium quasi universell verstehen. Wir beginnen zu merken, dass das, was wir in der persönlichen Kiste gelernt haben, bei anderen Leuten auch stattfindet. Vielleicht ein bisschen anders, aber wir beginnen zu merken, dass das, was wir in den sehr persönlichen Koordinaten unseres Lebens, unseres Körpers, unseres Herzens, unserer Geschichte verstanden haben, wir beginnen das in universellen Begriffen zu sehen wieder. Das, was ich gelernt habe über mich, das ist anwendbar für andere Menschen. Nicht eins zu eins, aber das, was ich bei mir gelernt habe, das lehrt mich, andere Menschen tiefer zu sehen, tiefer zu verstehen, ihnen tiefer begegnen zu können darin, wo sie gerade stecken. Ich erkenne die universelle Qualität meines spezifischen und persönlichen Leides, meiner spezifischen und persönlichen Wachstumsschritte. Und ich erkenne größere Zusammenhänge, Bedingtheit. Ich erkenne, was zu Entwicklung führt, was Entwicklung hindert. Ich beginne das zu erkennen, nicht nur mehr in persönlichen Begriffen für mich, sondern ich beginne das zu sehen in anderen Leben. Ich beginne das zu sehen, wie das funktioniert in der Welt. Jetzt diese Stadien kommen nicht alle hübsch nacheinander. Ja. Aber es ist mir wichtig, dass ihr über das ein bisschen nachdenkt und euch fragt, was ist denn Meditation für mich? Ja, welches dieser Stadien zum Beispiel? Worin erkenne ich meine Bestrebungen? Oder vielleicht fehlt eines dieser Stadien in meiner Vorstellung von Meditation. Oder ich kenne diesen Abschnitt kenne ich vielleicht gar nicht. Macht euch für heute die Instrumente zunutze, von denen ich die ganze Zeit schon rede. Sucht Beziehung zu eurem Atem, identifiziert Qualitäten, lasst euch von diesem Atem in die Stille tragen, dort wo es ruhiger wird, lernt weniger genervt, kontrollierend, ängstlich mit euren Gedanken umgehen, sondern frecher, freier, ja. Lasst sie ziehen und es wird ruhiger. Wenn Dinge auftauchen, die sich wiederholen in eurem Leben, untersucht sie, glaubt nicht einfach, was sie sagen. Ja. Versucht sie nicht einfach loszuwerden, sondern wenn sich etwas immer wiederholt, dann ist es notwendig, dass wir uns nach einer Weile ihm zuwenden. Versteht ihr? Es ist wichtig, dass wir lernen, den Geist zu sammeln und zu stillen, aber die Wahrheit ist, nach einer Weile gibt es Dinge, die unseren Geist abhalten, davon noch stiller zu werden. Und an diesem Ort ist es vielleicht nötig, dass was immer ihr an Sammlung habt, dass ihr darauf verwendet, zu untersuchen, was denn euch jetzt davon abhält, euch weiter zu sammeln, was denn störend ist. Und ihr macht das langsam und sorgfältig und ohne möglichst den Atem zu verlieren. Und wenn ihr ihn verliert, dann gebt das zu. Dann merkt ihr, jetzt hat, was ich versuchte zu untersuchen, hat mich gepackt und sitzt mir im Nacken. Ja, das ist nicht mehr Vipassana jetzt, das ist Denken.
Dann sagt ihr, okay, zurück zum Atem. Ihr geht und ihr erlaubt eurem Geist stiller zu werden. Und ihr pendelt. Immer wieder, so oft als nötig. Wenn wir insistieren, dass wir erst Einsichtsübungen machen können, wenn es ganz, ganz, ganz ruhig ist, dann werdet ihr möglicherweise sehr lange warten. Wenn ihr mit diesem ganzen Samatha-Kram nichts zu tun haben wollt und gleich Weisheit, dann werdet ihr einfach da sein und, wie es so schön heißt im Bild von Ajahn Chah, ihr werdet im Dunkeln Streichhölzer anmachen und sobald es ein bisschen hell wird für einen Augenblick und ihr ein paar Konturen seht, verbrennt ihr euch die Finger und es wird wieder dunkel. Eine Einsichtsübung ohne die Kraft von Sammlung währt nicht lange und bleibt einfach relativ oberflächlich. Die Chance, dass wir uns in den Bahnen unseres vertrauten Denkens bewegen, sind relativ groß, wenn uns die Sammlung fehlt dazu. Und dann geht ihr zurück und lässt den Geist sich sammeln. Wenn ihr das schon seit vielen Jahren macht, dann ist es vielleicht wichtig, in diesem Retreat nur Sammlung zu üben. Oder es ist vielleicht wichtig, in diesem Retreat ein bestimmtes Thema zu machen. Ihr seid alle unterschiedlich. Einige von euch müssen spüren lernen und andere müssen lernen, aufhören, sich mit ihren Gefühlen zu identifizieren. Versteht ihr? Es gibt keine Breitbandanleitungen auf dieser Ebene. Menschen brauchen bestimmte Grundrisse in ihrer Praxis, aber dann gibt es Spezifika, die besonders dominant sind und die jetzt einfach erfordern, dass ihr euch ihnen zuwendet. Vielleicht ist eine Trennung da oder jemand krank in eurer Familie oder etwas, was euch bedroht, steht bevor, ja. Und ein Teil eures Retreats hat damit zu tun, dass ihr diesem spezifischen Umstand beziehungsweise eurer Vorstellung von diesem Umstand begegnet. Und da mag es nötig sein, dass ihr das ergründet, oder es mag nötig sein, dass ihr das immer wieder konsequent beiseite legt. Das kann ich euch nicht generell sagen. Ehrlicherweise. Übernehmt Verantwortung für was immer ihr tut. Und übt gut. Wir haben jetzt ein paar Tage unter dem Gürtel und das ist, ihr habt gute Arbeit geleistet und vergeudet die Atmosphäre nicht. Ich weiß, man könnte denken, morgen kommt eh nicht mehr viel jetzt. Hütet euch vor diesem Gedanken. Ich freue mich, dass viele Paare hier sind. Geht nicht auf Normalmodus, bitte. Versucht die Atmosphäre zu halten und uns aus dem einfachen Respekt für die Gründe, die uns hierher führen. Wir alle haben eine Geschichte. Und diese Geschichte kann niemand anders erforschen und die Verstrickungen darin lösen und das Wachstum des Herzens darin befördern als wir selbst. Leichter als nach ein paar Tagen Meditation wird es wahrscheinlich nicht. Ja, also nützt die Zeit. Ich danke euch.